Frohe Ostern und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird auch wieder etwas anders als sonst, kein Vlog, dafür etwas mehr Bildung, etwas experimenteller. Das ist nämlich so ziemlich der Vorläufer für ein Video, das ich im Sommer filmen möchte. Deswegen Feedback sehr herzlich willkommen, ihr könnt gerne was dazu sagen, wenn es euch gefällt oder vor allem wenn es euch nicht gefällt, dann würde ich das auch gerne wissen. Zum Thema: ich war im Februar für 3 Wochen wieder zu Hause in Deutschland und da kam mir die Idee für dieses Video. Die Frage an sich, wie sieht man uns Deutsche in Schweden, ist natürlich schon deutlich älter. Die habe ich so ziemlich, seit ich das erste Mal in Schweden war. Aber da ich jetzt seit über einem Jahr hier wohne, beschäftigt mich das ja nochmal ein bisschen anders. Und man neigt ja schnell dazu zu sagen, so, komm, du bist Europäer, du siehst ja, du könntest ja als Schwede durchgehen, du siehst ja aus wie ein Schwede und da haben sicherlich Leute mit Kopftuch und dunkler Hautfarbe, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ich bin jetzt Teil einer ausländischen Minderheit und manchmal gibt es schon so Situationen, wo man das merkt. Und wie die Schweden das so sehen, das versuchen wir in diesem Video herauszufinden. Also, zurück zum Anfang. Zurück in Schweden. Ich glaube, ich hätte das langsamer angehen müssen. Also Bergsteiger machen das ja auch so, dass sie sich erst so ein Basiscamp einrichten, um mit der Höhe klarzukommen, um sich daran zu gewöhnen und dann weiter aufzusteigen. Ich bin direkt von Hamburg nach hier oben durchgefahren. Und jetzt bin ich erkältet. Direkt am ersten Tag hier. Deutschland ist Schwedens größter Handelspartner. Im Import auf Platz 1, im Export hinter Norwegen auf Platz 2. Andersrum bei uns, immerhin im Export auf Platz 15 und im Import auf Platz 19. Viele Millionen Deutsche haben Schweden zumindest einmal in ihrem Leben besucht und fast jeder kennt irgendwelche Schweden-Enthusiasten, die jeden Urlaub hier verbringen. Deutsch ist zusammen mit Französisch und Spanisch eine der 3 häufigsten Zweitsprachen, die man hier in den weiterführenden Schulen lernt. Deutsche Autos stehen in vielen Garagen, deutsche Lebensmittel in vielen Supermarktregalen und deutsche Unternehmen wie Schenker begegnen einem fast täglich. Sogar Königin Silvia, die Frau von Carl Gustav, ist importiert. Das heißt, die Thronfolgerin, Kronprinzessin Victoria, ist halbe Deutsche. Deutschland hat einen viel größeren kulturellen Einfluss auf Schweden, als viele das vermuten. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir auch echt eine Menge gemeinsame Geschichte haben. Und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man über deutsch-schwedische Beziehungen nachdenkt. Wenn ihr eine schnelle Antwort haben wollt, dann findet ihr die im letzten Kapitel. Aber wenn ihr wissen wollt, weshalb, davon handelt dieses Video. So, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich ziehe das jetzt durch. Einer der ersten Deutschen, der in Skandinavien nachhaltig aufgefallen ist, war wahrscheinlich Adam von Bremen. Scheiße, diese Ansgar. Ich komme hier auf keinen grünen Zweig, ich geh duschen. Geschichte gilt ja allgemein immer als eher trockenes Thema. Komplett zu Unrecht, meiner Meinung nach. Aber ich dachte, ich gehe mal spazieren, damit ihr nicht die ganze Zeit nur mein Gesicht sehen müsst. Kontakt bestand zwischen dem, was heute Deutschland und Schweden sind, schon immer. Spätestens in der Bronzezeit wird viel gehandelt und getauscht. Beweise dafür liefert die Archäologie, aber da Schrift erst während der Eisenzeit nach Mittel- und Nordeuropa kommt, sind hier noch keine Namen bekannt. Der erste Deutsche, der in Schweden nachhaltig von sich reden macht, ist vermutlich Ansgar von Bremen. Sankt Ansgar, um genau zu sein. Der ist nämlich für seine Missionsarbeit im 9. Jahrhundert heilig gesprochen worden. Er gilt als derjenige, der den Grundstein für die Christianisierung der Wikinger legt und bringt den Stein ins Rollen, der etwa 200 Jahre nach seinem Tod schlussendlich das Mittelalter in Skandinavien einläutet. Mit dem Mittelalter rückt Skandinavien näher an das christliche Kontinentaleuropa heran. Der Handel floriert und die Hanse bringt auf ihren Schiffen nicht nur Handelswaren in den Norden.
Schätzungen zufolge sind 20-30% des schwedischen Wortschatzes aus dem Deutschen bzw. dem Niederdeutschen übernommen worden. Teilweise ganze Sprichwörter. Aber die einmischende Hanse in den schwedischen Markt gefällt nicht allen. Schon damals werden Stimmen laut, die sich über den zunehmenden Einfluss von deutschen Händlern beschweren, die sich auf der Insel Gotland niederlassen. Damals eines der wichtigsten Handelszentren der Ostsee. 1288 dann kocht der Pott über und es kommt sogar zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den Händlern und der ländlichen Bevölkerung. 1361 belagert der dänische König Valdemar Atterdag die Insel und richtet mit seinen Truppen, die auch aus deutschen Söldnern bestand, ein Blutbad unter der ländlichen Bevölkerung an. Während sich die Bürgerlichen in der Stadt Visby verschanzten und sie nach 2 Tagen freiwillig übergaben, als Valdemars Truppen alle Bauern vor den Toren massakriert hatte. Da haben sowohl die deutschen Händler als auch die Dänen sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. 1364 dann fällt Albrecht III. Von Mecklenburg in Schweden ein. Seine Mutter war nämlich die Schwester des amtierenden Königs, Magnus Eriksson, Bruder von Jürgen Hurensohn. Sorry. Und damit war nach Magnus Sohn Dritter in der Thronfolge. Er ist auch nicht auf seinem Mist gewachsen. Tatsächlich hat ihn der schwedische Reichsrat angehauen, der von Magnus ins Exil geschickt wurde. Albrecht wird zwar König, aber zu einem hohen Preis. Viele Jahre Bürgerkrieg und Rangeleien, in denen Schweden eigentlich nur der Spielball zwischen Deutschen und Dänen wird. Am Ende gewinnen die Dänen und gründen die Kalmarer Union, bei der Schweden vom dänischen Herrscher regiert wird. Ganz Schweden? Nein. Gotland gehört weiter zu Mecklenburg. Und kriegt dann auch gleich noch mal eins vom Deutschen Orden auf den Deckel, weil der Piratenbund der Vitalienbrüder quasi die Anti-Hanse sich da niedergelassen hat. So, Kalmarer Union. Auch da haben Deutsche ihre Finger im Spiel gehabt. Vor allem die Hanse wieder. Die wollten nämlich den Öresund frei haben, der jetzt quasi auf beiden Seiten dänisch war. 1519 flieht ein junger Stockholmer Adeliger namens Gustav Eriksson aus der dänischen Gefangenschaft in die Hansestadt Lübeck, von wo aus er im folgenden Jahr an Bord eines deutschen Handelsschiffs zurück nach Schweden reist und dort, auch mit hanseatischer Unterstützung, die Kalmarer Union zerschlägt und damit Schweden in die Unabhängigkeit führt. Heute kennt man ihn allgemein unter dem Namen Gustav Vasa. 1632 stirbt mit Gustav Adolf II. Bei der Schlacht von Lützen im Dreißigjährigen Krieg auf deutschem Boden der letzte König aus der Vasa-Linie. Auf die Vasa-Theden folgt die Stormaktstheden. Da besitzt Schweden sogar einige Ländereien in Deutschland. Schwedisch-Pommern, Wismar und Bremen-Verden waren lange Zeit unter schwedischer Flagge. Und auf dem schwedischen Thron sitzen nach Ende der Vasa-Dynastie nacheinander die Häuser Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg, Hessen-Kassel und Holstein-Gottorp. Am schwedischen Hof wimmelt es damals nur so von Deutschen. Kleines Beispiel, und das ist jetzt nicht so wichtig, ihr könnt auch eine Pinkelpause machen, aber General Karl Friedrik Pechlin plant ein Attentat auf König Gustav III. Der geht trotz Warnung auf einen Maskenball, in Begleitung seines Adjutanten Hans-Henrik Graf von Essen, und wird dort von einem Mitverschwörer erschossen. Und im Gedenken schreibt der Hofkomponist Josef Martin Kraus eine Symphonie für die Beerdigung. Toll, wa? Und währenddessen gräbt ein Großteil der schwedischen Bevölkerung im Dreck nach Kartoffeln oder baut unter der Erde Erze ab. Unter den besser situierten fasst auch in Schweden die Aufklärung im 18. Jahrhundert immer mehr Fuß. Und es wird geforscht und philosophiert. Schwedische Dichter und Denker stehen dabei in reger Korrespondenz mit ihren deutschen Kollegen und so finden auch einige schwedische Konzepte ihren Weg nach Deutschland. Anders Celsius Temperaturskala und Carl von Linnés System zur Benennung von biologischen Arten zum Beispiel. Mit der Eisenbahn und Dampfschiffen werden dann im 19. Jahrhundert auch unzugänglichere Teile des Landes immer besser erschlossen und plötzlich wird dann Opportunisten ein dickes Geschäft im Norden. Viel Wald im Besitz einer armen Bevölkerung. Die sogenannten Träpatronen bauen Sägewerke und kaufen den Norrländern ihre Wälder zum Spottpreis ab, weil diese nicht wissen, was ihr Holz wert ist. Und ohne Besitz sind sie dann gezwungen, bei den Holzpatriarchen für einen Hungerlohn als Holzfäller oder im Sägewerk zu arbeiten. Die aber verkaufen das Holz in den Süden weiter und verdienen sich dumm und dusselig. Warum erzähle ich das? Weil kaum einer dieser Geschäftsmänner von hier oben kam. Die kamen entweder aus den Städten oder aus Kontinentaleuropa. Zum Beispiel die Stralsunder Brüder Johann Karl und Wilhelm Kempe oder der Kieler Friedrich Bünzow. Im Zweiten Weltkrieg ist Schweden zwar neutral und damit offiziell nicht beteiligt, lässt die Nazis aber zum Beispiel gelegentlich sein Eisenbahnnetz nutzen, um Soldaten, Waffen und Munition zu transportieren. Die deutsche Kriegswirtschaft war stark abhängig von schwedischem Eisen und einige der schwedischen Eisenminen waren sogar in deutschem Besitz. 33% schwedischer Exporte gingen in der Kriegszeit nach Deutschland und Churchill sagte und außerdem sagte noch, Schweden ignoriere die moralischen Zwickmühlen des Krieges und spiele stattdessen beide Seiten für Profit aus. In Schweden argumentiert man hingegen, dass Britannien keinen Schutz vor deutscher Besetzung garantieren könne, siehe Norwegen und Frankreich, und man aus Angst vor Freiheitsverlust Deutschland nicht provozieren möchte. Das war's mit unserem kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Was in der Nachkriegszeit passiert, das hebe ich mir für das nächste Kapitel auf und das lautet
Und ihr dachtet schon, Geschichte wäre langweilig gewesen. In der Nachkriegszeit geht's auch hier steil bergauf mit der Wirtschaft und man fängt an, im Ausland Leute zu rekrutieren. Ab 1950 auch aktiv in Deutschland. Während 1930 etwa 8600 gebürtige Deutsche in Schweden gelebt haben, waren es ab 1950 schon 22.000. Und ab 1960 ganze 37.600. Womit Deutsche nach Finnen die zweitgrößte Minderheit ausgemacht haben. Ab den 1960er Jahren ließ die Rekrutierung dann nach und die Zahl stieg bis 1973 deutlich langsamer auf 42.000. Bis heute, also Stand 2023, ist die Zahl auf ca. 57.000 angestiegen. Aber man muss auch bedenken, das sind gebürtige Deutsche. Die Leute, die 1940 hergezogen sind, sind wahrscheinlich nicht mehr unter uns und sind von 9 Einwanderern ersetzt worden statistisch. Aber man kann ja auch deutsch sein, ohne in Deutschland geboren worden zu sein. Wenn man auch Leute mit deutschem Migrationshintergrund, also zum Beispiel Kinder mit mindestens einem deutschen Elternteil einberechnet, dann lag diese Zahl 2019 bei fast 116.000 Leuten. Das sind ungefähr 1,1% der schwedischen Bevölkerung. Auf Deutschland umgerechnet wären das über 900.000 Leute und damit die zweitgrößte Minderheit zwischen Polen und Türken. Ausländer bzw. Migrant zu sein, ist ja häufig mit Vorurteilen verbunden. Meistens leider eher mit negativen. Schlechtere Bildung ist dabei vermutlich das häufigste. Aber wie sieht das mit den Deutschen aus, die nach Schweden kommen? Deutschland liegt in Sachen Ausbildung an der Spitze der Einwanderer. Der Großteil wurde nach Ende der Schulpflicht noch mindestens 3 Jahre weiter ausgebildet. Da kann ansonsten nur China mithalten. Der Sektor mit dem höchsten Ausländeranteil ist tatsächlich der Bildungssektor. Gefolgt von Restaurant und Dienstleistungen und dann vom sozialen Sektor. Also Ärzte, Kranken- und Altenpfleger. Und das sind Bereiche, in denen Schweden auch laut eigenen Aussagen sehr auf ausländische Einwanderung angewiesen ist. So, das war schon Statistik. Hat auch gar nicht wehgetan, oder? Ich glaube, wir wirken auf die Schweden vielleicht ein bisschen skurril und seltsam. Einerseits recht ernst und unlocker, bisweilen sogar ziemlich spießig und irgendwie andererseits ein bisschen verpeilt und weltfremd. Wenn Deutsche in Schweden Urlaub machen, dann wollen sie genau eine Sache. Natur. Will heißen, campen und einen Elch sehen. Und manchmal denkt man echt, Deutsche haben Scheuklappen auf. Und den Eindruck habe ich selber schon so oft gesammelt. Also jedes Mal, wenn ich in den Nationalpark komme, Parkplatz schon voll mit Autos da, jeder zweite hat einen Elchaufkleber, weiß schon genau, was das für Pappenheimer sind. Und dann kommst du in den Nationalpark, willst du so ein bisschen die Natur genießen, die Stille, vielleicht ein Tier sehen oder so. Und dann hörst du schon in der Distanz hinter dir irgendwie rumpalavern. Ja, habe ich zu ihm gesagt, sage ich zu ihm, das kannst du nicht machen. So, und dann sehen sie, dass du da bist, sofort andächtige Stille, schweigen, langsam an dir vorbeigehen, langsam überholen, hey, 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 ja, so in Landessprache begrüßen nochmal. Ja. Und sobald sie an dir vorbei sind, wieder Tempo anziehen, Gang hochschalten oder an dir, jedenfalls sage ich zu ihm, habe ich gesagt, immer, so oft schon passiert. Ey, wir sind die Leute so am nass machen. Ja, wenn man so rennt wie wir, ist das natürlich ein bisschen anstrengender. Hey, ich habe nicht gesagt, dass ich besser bin, ich bin auch nur Deutscher. Immigration ist ja, das haben wir ja gerade schon besprochen, hier oben nichts Neues. Aber manchmal hat man echt das Gefühl, dass gerade so eine richtige deutsche Welle hier reingeschwappt ist. Und ich glaube, das liegt einerseits wirklich an einer erhöhten Auswanderungsrate, aber glaube ich auch daran, dass man zum Beispiel Leute aus dem Nahen Osten relativ schnell in einen Topf wirft, dass man sagt, ah, hier Iraner, Iraker, Syrer und Afghanen sieht man als eine Gruppe und daneben fallen andere Minderheiten vielleicht noch mal ein bisschen stärker auf. Liegt, glaube ich, aber auch daran, dass Leute aus dem Nahen Osten tendenziell eher in Ballungsgebiete ziehen, während deutsche Auswanderer, glaube ich, ganz spezifisch dieses ländliche Idyll suchen und aufs Land rausziehen wollen, in ein Dorf. Und ich erinnere mich immer wieder daran, dass meine Frau mir erzählt hat von einer Klassenkameradin, die meinte, ja, wir hatten letztens ein Dorffest bei uns, in so einem kleinen Dorf hier in der Nähe. Und da wurde eigentlich fast nur Deutsch gesprochen mittlerweile. Wenn ich mich mit Fremden unterhalte hier, dann kommt zwangsläufig irgendwann schon die Frage auf, wo ich denn herkomme. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Deutschland,
da merkt man echt häufig, wie aus so einem Interessierten so, auf einmal so ein, noch so einer wird. Und das habe ich schon mehrmals echt erlebt. Also keiner wird das aussprechen, keiner wird das sagen, aber die Reaktion ist schon da. Und ich glaube, viele Leute fragen sich auch, warum gerade so viele Deutsche hierher ziehen in letzter Zeit. Und ich werde auch öfter darauf angesprochen. Also wir fragen Leute auch öfter, was das damit auf sich hat, warum wir auf einmal alle herkommen. Nicht mal in einem abwertenden Ton, sondern eher mit berechtigtem Interesse. Also eher nach dem Motto, so, warum ihr alle hier? Also, habe ich irgendwas verpasst? Gibt's hier irgendwas? Der Herr, der mich aus dem Schnee gezogen hat, der meinte sogar direkt zu mir, ach, kennst du Tamara und Hendrik oder irgendwie, also zwei Namen. Die sind auch in deinem Alter, die sind auch aus Deutschland hergezogen. Und dann meinte ich, sorry, aber ich kenne keine Deutschen hier oben. Wir sind nicht alle zusammen hergekommen. Ich weiß nicht, ich kenne die beiden nicht, nee. Und ich glaube, eigentlich kann das auch allen egal sein, macht sich auch keiner groß Gedanken drum. Wir haben ja schon besprochen, dass das eigentlich notwendig ist, diese Immigration. Wenn dann nicht ein Thema wäre, das so vielleicht einen leicht sauren Beigeschmack hätte. Und das ist das Thema Immobilienmarkt. Denn Immobilien sind hier oben, fernab von den Metropolen, spottbillig. Dieses Haus, dieses hier, in dem ich gerade sitze, hat meine Frau für 35.000 Euro umgerechnet bekommen. Als wir zusammengekommen sind, da haben wir öfter schon mal anfangs auch Spaß und später dann ein bisschen ernster nach Höfen geguckt. Ich erinnere mich, da war einer der ersten Höfe, die wir gefunden haben, wirklich ein Traum. Und gefragter Preis waren 85.000 Euro umgerechnet. Und der Preis, na klar, ist eine Auktion, kann nach oben gehen, der kann aber auch nach unten gehen. Bei diesem Haus zum Beispiel war es auch so. Gefragt waren, glaube ich, 50.000 und wenn sich aber keiner dafür interessiert, dann kann man auch unterbieten und dann kann man auch ein richtiges Schnäppchen schießen. Aber als ich dann zwei Jahre später hierher gezogen bin und wir angefangen haben, uns die ersten Häuser anzusehen, hat sich der ganze Markt schon total verschoben. Also man hat richtig gemerkt, dass der Preis nach oben gegangen ist. Der erste Hof, den wir uns angeguckt haben, da sind wir 10 Stunden im Winter hingefahren nach Wärmland. Da waren an 2 Tagen jeweils 3 Besichtigungstermine und als wir da waren, am 2. Tag, waren wir, glaube ich, mit, ich schätze mal so 30 anderen Leuten da und die meisten davon Deutsche und Niederländer. Und der Preis ist dann relativ schnell auf 120 hochgegangen und danach haben wir nicht mehr geguckt, aber der ist wahrscheinlich noch weiter gestiegen. Und ich erinnere mich daran, dass ich letztens in der Lokalzeitung hier gelesen habe, dass der durchschnittliche Häuserpreis hier in unserer Region allein im Sommer letzten Jahres pro Monat um bis zu 6% angestiegen ist. Und das hat selbst Experten schockiert. Also keiner wusste, warum so richtig und woher das auf einmal kam. Aber Zuwanderung in den ländlichen Raum ist auf jeden Fall einer der Gründe, der damit reinspielt. Ich meine, warum sollte man ein Haus für 50.000 verkaufen, wenn man weiß, dass irgendein Deutscher auch 100.000 dafür bezahlen würde? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute ein bisschen genervt sind und denken, die kommen alle her mit ihren Landidyll-Fantasien, merken, dass das Gras hier auch nicht grüner ist, verpieseln sich nach ein paar Jahren wieder und haben die Preise hier schön in die Höhe getrieben. Andererseits hat diese Medaille auch wieder 2 Seiten, denn die Preise sind nur so niedrig, weil viele Häuser nicht gekauft werden. Es sind mehr Häuser auf dem Markt als Käufer und viele von diesen Häusern zerfallen einfach da draußen in der Landschaft. Ich muss nicht weit gehen, um die ersten Häuser zu finden, die wirklich aus dem Leim gehen. Und da leiden einige Dörfer drunter. Hier gibt es eine Menge Geisterdörfer, wo Häuser einfach verrotten. Kulturell sind Deutschland und Schweden sich ja vermutlich sehr ähnlich, könnte man annehmen, zumindest ähnlich als andere Nationen. Hier nochmal eine schöne Statistik. Und da kann man herauslesen, dass Schweden die deutsche Kultur als relativ ähnlich empfinden. Aber es gibt trotzdem ein paar sehr kleine, aber feine Unterschiede zwischen den Kulturen. Und das ist einmal meiner Meinung nach der subtilste und größte Punkt, die Herangehensweise an das Thema Privatsphäre. Das will ich aber nur ganz kurz anreißen, das ist eigentlich ein Thema für ein anderes Video. Aber wenn ich das runterkochen müsste auf einen ganz einfachen Ausdruck, dann wäre das Misstrauen und Vertrauen. Also in Deutschland, würde ich sagen, hat man gegenüber der Öffentlichkeit ein gewisses Misstrauen, man versucht nicht zu viel preiszugeben und in Schweden ist es das Vertrauen. Man muss
alles öffentlich machen und man macht sich selber verdächtig, wenn man zu viel zurückhält und sich zu sehr verhüllt. Und trotzdem ist das, und das mag jetzt erst im ersten Augenblick ein bisschen verdreht klingen, aber eigentlich sind die Deutschen eher bekannt dafür, dass sie direkt und konfrontativ sind und eher offen, während man in Schweden generell moderat und unauffällig fährt. Schweden sind generell eher konfliktscheu. Also man gibt sich immer so ein bisschen so, ja. Und wenn man sich mal über was beschweren will, dann macht man es zu Hause, allerhöchstens im privaten Kreis, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und da stoßen Deutsche vielleicht auch öfter mal an, weil Deutsche sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die sprechen auch Probleme gerne mal an, direkt, sofort in der Öffentlichkeit. Ilse, der erste Mensch, der in Schweden im Erikshjälp handelt. So, und ich glaube, damit ist es Zeit für ein Fazit. Wenn ihr bis hierher vorgespult habt, schämt euch. Wenn nicht, vielen Dank. Macht sich gut in der YouTube-Statistik. Also, Deutsch in Schweden, ja oder nein? Ehrlich gesagt, Schweden stand jahrhundertelang unter ziemlich starkem deutschen Einfluss und hat sich dann Anfang des letzten Jahrhunderts relativ schnell amerikanisiert. Aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, karmatechnisch so ziemlich bei Null rauszukommen. Und dafür sind wir nicht gerade bekannt. Aber ich glaube einfach, dass Dänemark so schlecht aufgefallen ist, dass wir daneben ganz gut aussahen. Deutschland ist jetzt vielleicht nicht Trendland Nummer 1 in Schweden, aber viele Schweden waren schon mal in Deutschland, haben da Urlaub gemacht oder gearbeitet. Viele haben deutsche Wurzeln und Deutsche sind ja auch sehr präsent, sowohl als Touristen als auch als Einwanderer. Schweden benötigt Zuwanderung und unter den deutschen Einwanderern sind überdurchschnittlich viele gut ausgebildete Fachkräfte. Andererseits neigen Deutsche dazu, Schweden massiv zu romantisieren und tun sich manchmal etwas schwer damit, die Feinheiten der schwedischen Kultur zu verstehen. Und dann tritt man auch gelegentlich im Fettnäpfchen. Und viele merken nicht, dass der Versuch nach Freiraum und günstigen Immobilien die Probleme mit nach hier oben bringen und das Land unterwandern. Und bevor jetzt irgendwer sagt, so, du bist doch selber dahin gezogen, du deutschen Hasser, so, ja, das ist mir bewusst. Das ist ja genau der Grund, warum ich dieses Video mache. Ich bin Teil des Dilemmas. Mein Schlusssatz lautet also, Deutsche sind in Schweden akzeptiert und werden freundlich behandelt. Erwartet aber nicht, dass Leute euch um den Hals fallen und jubeln oder sogar Interesse zeigen. Schweden bleibt in solchen Fragen, wie so oft, neutral. Aber das sind wie gesagt nur meine Eindrücke. Und wenn ihr selber eine Meinung oder vielleicht sogar eigene Erfahrung zu diesem Thema habt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in die Kommentare zu schreiben. Besonders wenn sie von meinen abweichen. Das war's mit diesem Video. Aber wenn ihr noch nicht genug habt, dann müsst ihr hoffentlich nicht so lange auf die nächsten beiden warten. Ich habe schon zwei in der Planung, die ich parallel gefilmt habe. In dem einen geht's um schwedisches Design und was es über die Kultur aussagt. Und in dem anderen erfahrt ihr unter anderem, was es mit diesem Ding auf sich hat. Also, hoffentlich bis demnächst.